den Drachenzeitkristall. In Drachenzeitkristall kannst du Aktionen, die du im Kampf ausführst, rückgängig machen. Ja, das ist also Milas Turnwheel. Wie immer das nochmal hieß. Ätherischer Puls. Ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Vereine hießen. So. Oh, du bist auch hier in. Aber ich kann ich doch bestimmt mit meinen Schützen erledigen, ne? Nö. Aber wenn wir zusammenarbeiten, bist du ein Ritter. Ist ein Axtkavalier. Für Schaden machst du eine Menge. Den machen wir halt so. Ja. So. Dann kommst du, oder? Nee, weißt was? Eher du. Hm, reicht sogar. Perfekt. Du hast die Erfahrungspunkte hier. Ah, jetzt geht er aber in die Festung. Nee, ich gehe in die Festung rein. Okay. Er wird gebrochen, das heißt, er macht mir keinen Schaden, ne? Verteidigungsbruch. Oh, das ist ein Kritscher. Oh, los geht's. Haha. Wurfball halten, cool. Okay. Läuft gut. Noch ziemlich einfach das Spiel bisher. Ich bin mir ziemlich sicher, auf Dings wäre das viel zu brutal gewesen, ne? Auf da, das killt der noch nicht mal, obwohl sie kann ihn killen. Sag. Ganz ohne platt machen. Ey. Okay, ich krieg aber die Erfahrungspunkte. Ich wollte schon sagen, Mann. Nicht cool, Alter. So. Wander, tu du ihn mal. Ach, jetzt setzt aber Korbschlag ein. 3, 6, 12. Da bringt aber, da bringt den aber nicht um, ne? Sag. Bram, ich brauche Heilung. So, und jetzt geht's gut da rein. Triffst ihn hoffentlich. Oh ja. Er mischt sich einfach in jeden Kampf ein. So. Oh, nice. Ja, wie du da rein. So, jetzt die Situation, die ist ein bisschen gruseliger. Kann sie noch mal diese Teleportation machen? Nee. Okay, was mache ich denn hier jetzt, ey? Ich könnte hier den machen, ne? Ich habe gesehen, die können miteinander reden. Effektiv gegen verzerrt. Ah. Ah, um ein. Zwei separate Angriffe. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, aber okay, weiß, was ich hier mache. Aber ich weiß nicht, ob die dann da reingehen und irgendwie angreifen. So, du wirst mich ja wohl nicht so platt machen, oder? Wie Schaden machst du mir? Okay, 9.
Okay, solange ich den Typen da oben erledige, ist eigentlich okay. So, ich mache den hier. Ich kann auch die Leichtlanze einsetzen, genau. Aber nee, das reicht schon. Tisch. Da möchte ich platt. Jetzt angehalten, hätte ich dir einen Basketball ins Gesicht geworfen. So. Duft, Dusch. Boah, der voll den Zaun umgerannt. Sehr cool. Ja, er macht schon Schaden. Daneben. Was ist das eigentlich Wagen? Hier. So. Ach nee. Ja, eine Lanze, ich wollte schon sagen. Hätte nicht gebrochen werden müssen oder so. Weiß ich, natürlich jemanden voll den Ball gegen das Gesicht werfen. Oh Gott. Okay, da haben wir schon den ersten Fehler gemacht. Okay, wie mache ich das mit den Dingen? Zeitkristall bitte. 10 Ladungen, das ist doch viel zu viel, Mann. So, wo ist der? Oh, ich kann aber nur den letzten. Oh Mann. Ich habe das nicht gesehen, Mann. Na gut. Oh, ich hätte sich hier bewegen sollen, Mann. Oh. 10 Ladungen, das ist doch viel zu viel, Mann. Ey. Ich habe gedacht, wir kriegen jetzt hier so 2 oder 3 Ladungen. Ey. 10 ist voll Overkill. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Besuch ihn immer. Ja, bedeutet, ich habe natürlich jetzt eine Menge Freiraum. Oh, Geld, 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 Geld. Ja, wenn ich dich hier platziere, dann. Oh, du machst ihn fertig, sehe ich gerade. Sag mir das doch, Mann. Oh, Blut, Wasserzauber. Okay. Ja, jetzt sehe ich auch. Mein Gott, ey, das war. Ja, es war ein bisschen selten dämlich. Bonk. Okay, jetzt sollten wir. So, dann machen wir ja gleich wie vorhin. Bonk. Einmal brechen. Dann einmal mit From hier reinhauen. Er haut ihn kaputt, aber sie kriegt die Erfahrungspunkte. Den haben wir ihn hier kaputt gehauen. Angeschwächt, meine ich. Er hat sich einen Kill. Au.
Okay, nein. Ich sollte mich vielleicht, ich soll vielleicht mal Bündnis trotzdem einsetzen, denn damit er Erfahrungspunkte kriegt. Und Sigurd. Sigurd. Ah, schau ich mal ihn an jetzt. Mein Aufflügel. So, und dann hier. Was haben wir hier nochmal gemacht? Mit ihr ihn angegriffen, ne? Ja, ja. Und dann mit Tisch. Ich kann begauen. So, damit du nicht hier. Ah, nee, warte mal, er hat ihn gekillt, ne? Im letzten Mal. Jetzt werden wir diesmal nicht machen. Okay. Na, diesmal sollten wir halt überleben. Daneben. Oh, ist jetzt in die Festung eingegangen, das gibt's nicht. Oh, er tut ihn so weit von zerstören. Wurf beide halten. Butcher und Butcher sie kaputt. Bonk. Ja, vielleicht sollte ich ein bisschen öfter die Bündnisse einsetzen. Die sind ganz schön stark. Das ist wie als wenn du in Schach irgendwie deine Bauern zu Damen verwandelst. Ey. So, Einzug überlebt. Na, wir müssen heilen mit hier sie. Reiten. Das war erstmal. Ja, wenn er überlebt, er geht in die Festung rein. Was er tut, ja. So, wenn ich das jetzt so machen, ne? Meine Heilerin zwar wieder angegriffen, aber was soll man machen, ne? So. Warte, wenn ich hier bleibe, dann. Nee, das. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Verdammt. Ah, sie wird so oder so getroffen. Wie viel Schaden machst du? Du machst mir 11 Schaden. Was soll man machen, ne? Dann kippt er um. Okay, kannst du irgendjemand hier töten? Nee. Du hast einen Bogen, du hast Dings, du hast. Dreck. Ah, wird sie wieder getroffen. Was soll man machen, ne? Okay, ich bekomme die ganze Zeit
ganz schön viel Dinger hier. Oh Gott, ja, es hat nicht Erfahrung. Okay, die Situation wird ein bisschen happig hier. Ja, ich weiß, was ich hier mache. Ich weiß total, was ich hier mache gerade. Wir platzieren dich hier hin und dann kommt hier niemand vorbei. Ja. Okay, hat jemand eine einen Langspeer? So, fliegende Einheiten können nicht in Dings übrigens reingehen, dann bekommen die keine Ausweichbonusse in Gold und so. Was mache ich hier? Ich meine, er kann ja locker noch den Gegner alle tanken, aber der Plan, ihn hier hinzupacken, dann tankt er für die beiden alles, ne? Aber funktioniert nicht so. Was mache ich hier? Von den beiden kann ich einfach wegrennen, ne? Okay, aber hier ist ein Schütze, das heißt, ich kann mich da nicht nähern. Und sie hat auch nicht viel Verteidigung. Ich der Mann, das ist das Einzige, was ich machen kann, ne? Warte mal, kann sie... Oh, sie ist gar nicht sicher hier. Obwohl, eigentlich doch, ne? Der Schütze wird ja wohl nicht so viel Schaden machen. 15. 10. Ja. Ja. Wenn der Schütze so blöd ist, sie anzugreifen, dann... おや、その力は。紋章師セリカの力よ。神竜様が指輪を宣言してくださったの。神竜様が詳しいことは後で説明するわ。まずはこの場を収めましょう。もうあなたを置いていったりはしない。ここからは共に戦いましょうね。もちろんです。セリーヌ様と紋章師。 So, du chillst mal hier, ne? Und dich kann ich nicht da einpacken, ne? Ne. Kann ich nicht hier einpacken? Kannst du dich bewegen? Nachdem sieht nicht so aus, ne? Nö. Nicht so aus, das kannst du dich bewegen danach. Ich wollte ihnen hier den Dings geben, den Langspeer und dann wegbewegen. Aber wenn ich sie hinpacke, dann kommt der Schütze und haut sie weg. Das heißt, ich muss sie hier hinpacken. Okay. So. Der muss dann hier ein bisschen tanken. So, wer fehlt denn hier noch? Oh, hier. Hier sind ja auch noch Leute, stimmt. So, komm mal hier hin. Zack. So. Was soll ich ihn hier zum Heilen bringen? Nee. Ich passe einfach auf, da der dich getroffen wird. Funktioniert schon. So. Und ich packe ich mal hier hin, damit du den anderen irgendwie Bonus hier gibst, ne? Aber da irgendwie was, glaube ich. So, das sollte gut gehen eigentlich. Gott. Oh, Scheiße, bekommt so viel Schaden, Mann. Aber sie kann zurückboxen. Oh, wow, ich tue ihn ja One-Shotten, genau, mit Seraphim. Was ehrlich gesagt nicht schlecht ist. Der Schütze geht mir auf den Nerven. Okay.
Autsch. Kannst du eigentlich. So, das ist ein Kampf für ihn. Neuer Schaden. Was machst du eigentlich da? Das mit einer Axt sogar. Ja, sieht die Situation schon besser aus. Und noch mehr Leute. Jeder können mitten in einer Schlacht Verstärkung herbeirufen. Verstärkungsbogen erscheinen häufig auf Festungen oder an den Rändern der Karte. Ist er stets auf der Hut. Ja, deswegen bin ich nicht auf den drauf. Weil das ist mehr Erfahrungspunkte. So, hier ist ein Kill für mich. Nein, ist er nicht. So, ich sollte mich hier mal mit denen allen hier. So, dich kann ich wieder hier brechen, ne? Wenn ich natürlich treffe, ne? Kann natürlich 95%, da kann man trotzdem noch daneben hauen, ne? So 5%iger Chance. Legen wir schon mal hier hin. Ja, guck mal, Supportpunkte hier farmen. Aha. Sieger einen Dieb. Stimmt. So. Kannst du ihn erledigen? Schick mal dich mal weg. Nein. Okay. Der haut hier mit einem Schlag weg, ist klar. Was mit dir? Bonk. Donk. So. Voller Jetpack am Rücken, ey. Okay, die Level-Ups haben mich bis jetzt noch nicht so beeindruckt in dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Dahin. Okay, nein, du. Ja, sie muss jetzt unglaublich weit entfernt sein vom jeglichen Schaden, weil wird nicht gut ausgehen dann. Okay. Oh, sie ist wieder. Nee, sie nicht. Sie hat noch Feuer. Okay, ich wollte schon sagen. Sie ist ein wichtiger Charakter. Ich glaube, sie sollte am besten die meisten Kills hier holen. Ne? So. Und du machst weiter mit dem Getränke. Und chillst hier. Aha. Das ist noch ein Kill für Selina. Aha. Hey. Oh, da kommen auch Leute. Ha. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Wird doch ein bisschen knapp hier, wenn die sich so verteilen. Okay, Kommando zurück, bitte. Gott, da ist ein bisschen gefährlich. Ist auch noch einer, ey. Oh, jetzt habe ich natürlich all meine Dinger hier nicht mehr. Gibt's ja nicht, Mann. Nein, der Zaun.
Band von Alfred und Sigurd. Ah, nice. Problem ist, ich kriege hier nicht gekillt, glaube ich. Ich muss mit ihm treffen, aber er hat ein Schwert. Oh, sehr gut. Ich habe sie abgebutschert. Okay, Fähigkeit, Geschick. Okay, Konstitution durchs Level up. Okay. So. Ach, ich bin im Schmerz. Oh, KP, Verteidigung, Resistenz, sehr gut. Alle ganzen Defensiven. So. Da haben wir noch einen Kill für ihn. Doch. Das Holz drauf geplättet, ey. So, aber die sehen hier. Die ist ein bisschen heftig. Ich hätte ja gern meinen Tank. Oh nein, das ist nicht genug. Oh nein, das ist auch nicht genug. Nein. Gibt's da halt einfach nicht. Was man deine nochmal deine Fähigkeiten. Und gerade von zwei Feldern ein Mensch auf 501. Die sind schon alle hochgeballert. Dann muss ich mit der im die erledigen. Unsere Charaktere da oben links noch ein bisschen ausharren. Okay, ich muss die irgendwie hier locken. Okay, da mal ein Axtkämpfer, aber das ist auch ein Lanzenkämpfer. Okay. Okay, wie sehr treffe ich mit einem langen Speer? Die sind normalerweise recht schlecht, wenn es mit der Trefferquote geht. Ah, geht schon. Feenvolk. So, dann gehen wir hier hin, laden unser Ding wieder auf, ne? Würde ich sagen. Jetzt habe ich die beste Lösung gerade. Sehr wohl. Vielleicht mal gibt es +3. Oh. Weiß immer noch nicht genau, sind die dann passiv immer dran? Ich sehe die Fähigkeiten nirgendwo. Da, Emblem +3. Okay. Das ist nicht schlecht. Und die muss ich heilen. Okay, ich könnte ihm einen Rapier geben. Mit Marv, wenn er ausgerüstet ist. So, er macht 13 Schaden, was eine Menge ist. Okay. Ich kann mich doch verbinden, ne? Und dann immer noch heilen, oder? Marv, komm zu mir. So, dann rüste mal den hier aus. Mein Heilmittel. Und dann sollten wir eigentlich okay sein, ne? So. Wen kommen wir jetzt irgendwie nicht mehr so voran? Ich lasse den mal hier. So, hi, was geht, na? Ah, ne, warte, er bricht dich doch jetzt, ne? Verdammt! Ich habe meinen Rapier verloren. Also war das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe meine Magie alle hier. Ein AP, ehrlich. Das gibt's da jetzt nicht. Warte, ist aber okay. Der Rapier sollte ja hoffentlich. Oh, sehr cool. Da war ein kritischer Treffer.
Ah, ich finde es gut, dass die kritische Treffer jetzt nicht mehr so in your face sind. Time to take out the trash. Wir müssen einen richtigen Cut ziehen und so mitten im Kampf. Fand ich ein bisschen zu over the top. Mal ein bisschen Schaden mit dich. Waffenlevel gibt es in diesem Spiel nicht, ne? Okay, reicht, wenn wir so angreifen, ne? Ne, warte mal, der hat eine Rüstung, ne? Das, da kann ich gebrochen werden, oder? Doch, kann er. Ist noch bei meinem einen Charakter, okay. Zack. Nein, er wurde nicht gebrochen. Komm schon, Mann. Das ist also das Ende. Na gesagt, doch auch schwer. Okay. Mach mal noch mal so. Oh nein, verdammt. Aber ich habe ja mit ihm kritisch Treffer gemacht, ne? Ist okay. Und ja, wenn man in die Zeit zurückgeht und das exakt gleiche macht, dann bekommt man immer das gleiche Resultat. Also man kann jetzt nicht irgendwie 20.000 Mal versuchen, hier was anderes zu machen und auf ein anderes Ergebnis hoffen. Das bleibt dann immer genau. So, wir müssen jetzt alle dahin gehen, was ein bisschen lange dauern könnte. So, du halt ziehen. Okay. Kommando dahin. Okay, versuchen wir noch mal. Warte mal, hier guck mal danach, ne? Mal gepanzerte. Bruch-Effekt durch Waffenvorteil kommen bei dieser Einheit nicht zum Tragen. Cool. Coole Information, ja. So, du machst 31, nee, das ist ja AP, 20, du machst 17 Schaden. Das heißt, ich muss dich heilen. Oder ich kann dich hiermit erledigen. Kann ich auch hiermit erledigen. Cool. Wieder für nix hier verreckt, ey. Ah, man kann A wieder gedrückt halten, die Animation zu beschleunigen. So, diesmal machen wir halt richtig. Super Angriff. Feuer! Ich habe mal B gedrückt. Ich habe mal alle möglichen Knöpfe gedrückt. Ich wollte mal gucken, ob man das Layout da irgendwie ändern kann. Weil die Werte da unten alle weg sind. Nicht angezeigt werden. So. Gehen wir da runter, damit Dingens sich heilen kann. So, man hat alle Gegner. Ich glaube ja, ne? Okay. Dann bewegen wir uns alle mal da oben hin. Na gut, dass unsere Heilerin kann hier ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Ja, schon alles voll, du bist voll. Auf mit dir. Hier fehlt noch einige HP. Problem ist, mir gehen die Heilstäbe irgendwann aus. Ich hoffe, ich kann einige irgendwann kaufen. Weil wenn nicht, dann oh boy. Dann haben wir ja Probleme.
Okay. Da kümmert sich nach oben und die Leute. Was ist da ein Magier? Magieangriff 15, Wert 4 Resistenz. Er. Aber er hat auch wenig HP im Moment. Ja, sie hat auch 4 Resistenz. Ich will sie erstmal hochheilen. Kann ein bisschen dauern hier noch. Meinen Gegnern, meinen Charakteren hier erstmal die ganzen Erfahrungspunkte geben. Mein Heiler, mehr oder weniger. Oh, die bewegen sich. Ha. So viel dazu. Ja. So viel dazu. Wir gehen so darunter anscheinend. So, Resistenz 9. Du hast eine magischen Angriff von 15. Das heißt. Sechs AP, Geschicklichkeit. Ja. Ja, und die Items muss ich auch noch hier rumtauschen. Hast du mit irgendjemandem reden hier? Nee. Ach nee, du hast ja gerade mit jemandem. Nein, ich brauche doch noch meine Erfahrungspunkte für meine Charaktere. Meine Heilerin mehr oder weniger. Die Heiler sind normalerweise immer die Charaktere, die ich am ersten irgendwie die Klasse wechseln lasse. Einfach damit die angreifen können. Aber sie kann ja eigentlich schon angreifen, ne? Das ist eigentlich voll nützlich. So. Wenn ich gut hat, die Gegner ehrlich gesagt auf uns zukommen. Also ich muss ich den ganzen Weg hier rumlaufen. Kann ich eigentlich gar nicht mehr verlieren, ne? Ich habe noch meine ganzen Bündnisse und so, ne? Ich könnte eigentlich alle hier. Oh, ich mache ja nichts an Schaden. Ich kann die alle ihre Bündnisse aktivieren lassen und boom. Oh, du hast ein. Du hast ein Langschwert. Hm. Okay. Was mache ich denn da? Ich kann ich nicht heilen. Sieht mit dir aus. Oh, ziemlich ausgeglichen, ja. Ah, ich hätte jetzt gedacht, du machst ein bisschen mehr Schaden. Du hast eine Resistenz von 8, aber du hast auch nur 5 KP. Aber nein. Verdammt. Ich komme nicht dahin rechtzeitig. Wer kann denn da noch hin? Du. Mein Gott. Genau blöd. Ja. Halt. Verdammt. Ah. Wie viel Schaden machst denn du? 19. Das sind 14. Das heißt, sie hat 12 AP. 12. Oh, sie überlebt hat noch gerade so. Das war noch da Stahllanze. Oh Gott. Okay. Man kann auch ruhig sie angreifen, wenn du willst, ne? Messen wir ja, wenn sie erledigen würde, ne? Da ist ja natürlich niemand in Reichweite. Ja. Ich muss meinen Heiler noch hochleveln. Ich muss sie noch hochleveln. Ich kann natürlich auch Heiltränke einsetzen, aber mein Gott. Bin so knausrig. So, wir sollten halt überleben eigentlich. Ja, warte mal. Wäre persönlich noch mal. Ja, ein weiblich verbündeter Nachbar fügt dieser einer plus 2 Schaden zu. Männlich, weiblich, perfekt. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ah.
Langsam, ich weiß, aber so spiele ich halt Fire Emblem. Oh, die Ironie. Ich plane sowas von, dich mit der Prinzessin zu erledigen. Okay. Die sollte halt eigentlich überleben, wenn ich richtig gerechnet habe. Hi. Kannst du sagen, ich war hier. Pfeil in die Fresse. So. Ich glaube, sie kann ihn aber nicht erreichen, ne? Doch, wenn sie auf Festung geht. Okay. Ich glaube, sie hat gesagt, sie hat Hunger. Onaka, irgendwas. Onaka bedeutet doch Magen, ne? Okay. So, sieht nicht so aus, das könnten wir hier sie vernünftig hochleveln. So. Hi. Mein Gott, ihr Haar ist auch voll Overkill, sehe ich gerade. Mit wen haben wir dich kaputt? Ist mein Hauptcharakter eigentlich immer noch Level 4? Ich benutze den noch die ganze Zeit. So, ich muss das in dieser Runde übrigens erledigen, weil sonst haben wir ein Problem. So. Und ich. Ah, verdammt. So, können wir vielleicht noch einen Zug hier ausharren? Ich glaube nicht, ne? Kannst du sie ihn erledigen? Oh ja. Aber haben wir da noch ein bisschen rein, würde ich sagen. Oder auch nicht. Du kannst auch noch ein bisschen draufhauen. Aber selbst er macht keinen Schaden mehr. Er ist schon auch. Er ist schon ja nichts mehr wert. Mal, wenn ich nee, also nicht, dann gehen wir da rein. Mach noch mit 2 Schaden hier. 40 HP. Ey. Da kommt nur ein Erfahrungspunkt. Ey, das gibt's nicht. Ja. Da musst du ihn erledigen. So, haben wir alles erledigt, ja, ne? Oder mit ihm? Aber ich habe gesagt, für sie wird ein bisschen wichtiger, so für die Story sein, ne? Was sagen wir noch, Celica? Ja, ne, weiß was hier? Overkill aktiviert. Ach, das habe ich ja auch noch, stimmt. Ah. So. Oh, kein Gespräch zwischen euch beiden. Oh. Kannst du es wagen? Hier. Voll in den Zaun. Keine Sorge, der Fall wird von dem Zaun abgepolstert. Oh, verdammt. So, oh. Gott, Sprüche, wie sind die Früchte mal Bemühungen, mich zu verbessern. Und er, okay, ich hätte gedacht, Celine. Okay, cool. Also was, ich speichere hier und dann machen wir noch weiter. Ich werde wahrscheinlich 2 Parts hier machen, weil ich habe 1 Stunde 45 Minuten gerade, ne? Also ich werde wahrscheinlich in 2 Parts hier einteilen. Und dann gucken wir uns noch an, was jetzt kommt. Kann ich im nächsten Kapitel, ja. Ich
Ich werde ja wahrscheinlich wieder in diese Dings reingehen können, ne? In dieses Sommerhaus. Wer bist denn du? Schon wieder jemand mit Killerhaar. Abunakatta ne. Daijoubu? Noch mehr Charaktere, die sich uns anschließen, nicht wahr? Tasukete kurete arigatou gozaimasu. Anata wa watashi no inochi no onjin desu. Sonna. Tousen da yo. Komatteru hito ga itara. Stimme kommt mir bekannt vor. うん。戦ってるのが見えたから私も力を貸せればって。勇敢な方なんですね。実は私は異形兵が苦手で思わずひるんでしまったので助かりました。そうだったんだ。自己紹介が遅れましたね。私の名前は 素敵な名前だね。私はベイル。ベイル。ちょっといいかい?マルス?異形兵がいなくなったとはいえ、ここはまだ危険かもしれない。見たところ彼女は兵士ではないようだし、家か宿まで送り届けた方が。Können andere Leute den überhaupt sehen? あの、ベイルはどこから? Mysteriös. Gut gemacht, Marv. Jetzt haben wir sie aus den Augen verloren. Es tut mir leid. Shinryu-sama? Serine, ima koko ni kuru made ni onna no ko o mimasen deshita ka? Kogara de nagai kami de. Onna no ko? Iie, mimasen deshita. Sou desu ka. Sumimasen, nani ka arimashita ka? Shinryu-sama ni orei o moushiagetakute. Alfred o-niisama kara kikimashita. フィレネの救援依頼を受けてくださったこと、それからここで助けてくださったことも本当にありがとうございます。いえ、いいんです。アルフレッドから聞いているかもしれませんが、私たちは友達なんですから。友達？お兄様がそんなこと。ごめんなさい。なんて無礼な。信仰の対象たる神聖な神竜様を友達だなんて。 そんなに崇めないでください。母は友かく、私は立派なものではないんです。目覚めたばかりで世の断りにも疎くて失敗することもたくさんありますよ。そうなのですか？てっきり神竜様は全知全能の存在だとばかり。失敗もされるだなんて、なんだかとても親しみやすく感じてしまいます。セリーヌさえよければ仲良くしてください。 Alles klar. Oh, ich liebe es, dass wir immer mehr Charaktere da unten kriegen. Sind die Mädels alle rechts und die Jungs alle links? Tiere, wenn du auf deine Erkundungstour in Tieren begegnest, kannst du sie aufnehmen und zum Somniel bringen. Nachdem sie aufgenommen hast, finden sie auf dem Gehöft ein neues Zuhause. Vielleicht hinterlassen sie sogar die Dinge für dich. Ach, deswegen waren so gelbe Punkte an diesem eigenen Gebiet. Aber da war ich doch noch nicht im Somniel. Ist das irgendwas mit New Game Plus oder so? Wenn du über die Pinwand an Länder spinnst, kannst du weitere Tiere aufnehmen. Okay, cool. Gut, dann würde ich sagen, aber ich beende ein paar Tiere, ne? Immer so zwei 50-minütige Parts oder so, ne? Ja, und was ich machen werde, ist, ich werde nicht mit den Leuten hier reden, aber ich werde schon mal hier alles einsammeln und so, ne? Damit wir irgendwie, weil nicht schon so ein bisschen Zeit hier totschlagen können. Ich will trotzdem mit den ganzen Leuten hier reden, ne? Und hören, was die alles zu sagen haben, ne? Aber hier die ganzen Sachen hier, diese Items, die werde ich wahrscheinlich auf Screen alle einsammeln. Oder auch nicht, vielleicht zeige ich alles, ich weiß es nicht. Das hier eigentlich auch noch machen, ne? Dann haben wir zwei einstündige Parts, das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne?
Ja, komm. Elios Hund. Kann ich dann eine begrenzte Anzahl an Tiere mitnehmen? Aufgenommen. Also tue ich mehr oder weniger hier Tiere entführen? Was war ein süßer Hund, dem will ich. Ich fühle mich, als wäre ich stärker geworden. Danke, dass ihr an meiner Seite gekämpft habt, göttlicher. Auf Erkundungsgängen schenken manche Verbündete ihre Verbände des Bandes, wenn du dich mit ihnen unterhältst. Dieses Verbände kannst du in Sonja zu Ringen des Bandes weiter verwenden oder ins Training deiner Embleme investieren. Verpasste Verbände erhältst du automatisch, wenn du das Erkunden vorzeitig beendest. Also kann man halt auskippen. Für dieses Mal habe ich eine Menge Gegner, nicht was? Ich freue mich einfach nur, euch helfen zu können, göttlicher. Hat echt damit was zu tun, wie viele Gegner ich erledigt habe. Du hast eine grüne Sprechblase. Der göttliche, nehme ich an. Ich bin Louis. Ich danke euch, dass ihr meine Prinzessin zur Hilfe gekommen seid. Hallo, ich bin Chloe. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass die Prinzessin Celines Leben gerettet habt. Die Blumen in diesem Dorf sind so bunt. Den Wesen meiner Heimat können sie jedoch nicht das Wasser reichen. Kalesson. Nur nicht aufnehmen. Und ich weiß, wie man es aufsieht. Sie den Abschnitt spenden auf den Pinnwand im Café an, um mehr zu erfahren. Ich bin scharf. Eine begrenzte Anzahl, die ich aufnehmen kann. Meinte ich aber, Muskelmasse zugelegt. Ich hoffe, das macht mich dann zu einem besseren Kämpfer. Also ich kann sozusagen, das sind so wie halt Sonderbonbons oder was für Bündnisse. So, Wolle ist einer der besten in ganz Firenen. Wir beliefen sogar das Königshaus damit. So, warte mal, kann ich von hier aus nach... Weiß ich nicht. Warum würden Lysana in Firenen einfallen? Ich hoffe, dass Mutter im Schloss sicher ist. Ich bin froh, dass wir Celine gefunden haben, aber ich mache mir Sorgen um das Schloss. Lass uns so schnell wie möglich dorthin gehen. Dieser Kampf war äußerst mühsam. Ich werde mich bemühen, nicht wieder solch ein erbärmliches Bild abzugeben. Na komm schon, du hast schon... Du hast noch deinen Nutzen, finde ich, bis jetzt. Könnte schlimmer sein. Ich hatte nie aber das Dorfmonster zu sehen. Ich glaube, mit dem habe ich schon geredet, ne? Die habe ich auch schon geredet, ne? Ich weiß nicht, mit wem ich schon geredet habe, welche nicht. Von der Karte aus, ja. Dann kannst du unsere Blumen von diesen herzlosen Monsterbeschützer, die alles zertrampelt haben. Und die ganzen Mühen, die Tag für Tag unermüdlich Korn malen, wäre diese Stadt heute definitiv nicht das, was sie ist. Ja, alle hier in der Stadt empfinde ich als Liebe und Respekt für euch und Königin Eve, göttlicher. Aber ich finde das so gut, dass die Gegner sich so, dass die ganzen Charaktere sich so kurz fassen. Ein Satz fertig, ey. Ich liebe es. Fire Emblem Free Houses hatte eindeutig zu viel Unterhaltung. Unsere Schafe sind schon wieder ausgepickt. Wahrscheinlich konnten sie jetzt kaum erwarten, wieder auf die Weide zu kommen. Ich meine, ist natürlich nichts gegen irgendwie viel Lore und viel Text und all so was, ne? Aber mein Gott, oh. Fire Emblem Free Houses war ein kompletter Overkill, ey. Wir sind ziemlich sicher, man hatte irgendwie 1000 Unterhaltungen. An Support-Unterhaltung und dann konntest du dich in jedem Kapitel mit jedem Charakter in der Schule noch mal unterhalten. Jeder hatte da irgendwie was zu sagen und mein Gott, ey. Das strengt schon ein bisschen an. Das ist ein bisschen zu viel. Bis jetzt dagegen ist das hier noch recht angenehm bisher. Aber wer weiß, wie das noch aussehen wird so gegen Ende des Spiels, ne? Orange. Also ich gehe einfach hier hin und klaue einfach die Klamotten, ne? So sieht das aus. Danke sehr, Dorfschützer. Aber macht der Prinz Alfred und... Was macht Prinz Alfred und Prinzessin Celine hier? Was ist mit dir los? Ich schlafe gerne im Freien. Am liebsten unter dem Baum da. Da bin ich öfter mal vom Regen überrascht. Macht aber nichts. Ich zauber hier eine Orange aus dem Nichts. Ich dachte, haben wir alles erledigt, ne?
oder? Warte. Blaue und pinke Blumen sind hier eher selten. Umso mehr freue ich mich, wenn ich mal eine entdecke. Dieses Boot wird für den Transport frisch gepflückter Blumen verwendet. Ist das nicht ein toller Anblick? Wir haben schön klares Wasser hier, oder? Vielleicht nicht ganz so klar wie im Norden, aber die sind auch berühmt für ihr Wasser. War schon alles eigentlich, ne? Diese Kreaturen haben unsere Brücke zerstört. Aber wenn wir alle mithelfen, können wir sie bestimmt reparieren. Okay. Dann haben wir mit allen geredet, ne? Gut, ich würde dann sagen, das reicht auch, ne? Für heute. Müssen noch die Blumen jetzt zerstören. Was ist denn mit den Tieren hier? Hey. Ah. Oh. Also ich kann die Städte dann irgendwann so besuchen oder so. Weil es ja unmöglich bisher, dass ich hier bisher die Spenden machen konnte. Ne? Ich hatte ja noch kein Geld. Von daher ist es doch unmöglich, dass ich das hätte machen können. Ne? So, hier kann man alles zuweisen auch. So, da werde ich alles aufscreen machen hier, so mit dem Einteilen würde ich sagen, ne? Ja, und zum Club Idee können wir noch so ein bisschen. Oh, hier können wir uns aufenthalten anscheinend. Im Sommer soll und auf der Weltkarte führen. Oh, es gibt eine Weltkarte. Ich komme also nicht zu Dings, ne? Drücke mal alle Knöpfe, ne? ZR, YX, A, B. Okay, dann nehme ich an, ist das immer nur so, oder kann man hier? Ne. Ich will das natürlich nicht verfassen, ne? Aber sieht nicht so aus, als könnten wir dahin, ne? Also können wir dann nur so zwischen bestimmten Kapiteln oder so, ne? Sonst würde ich mir jetzt denken, dass man hier irgendwie von hier aus nach Somniel kann, dann irgendwie was spendet und dann diese ganzen Tiere hier bekommt, ne? Stelle ich mir irgendwie vor. Ja, weiß ich nicht. So, gucken wir hier nochmal. Hier mal noch gar nicht reingeschaut. Wanda. Lesen wir mal ein bisschen hier so. Startklasse Rittmeister. Geburtstag 26. November. Basisinfo. 32. Büter der Drachen. Macht Matanero, der auf der schwebenden Insel namens Somniel schläft. Okay, Klein, Startklasse Magier, Geburtstag 10. März, Basisinfo, Frames Zwilling. 33. Büter der Drachen, nahm sich Wander zum Vorbild und war anwesend, als der Würmgott Daniro erwachte. Okay, nachbar, wir mit ihm schon diesen Support haben, ne? Okay, mag den Würmgott, putzen, lernen, kochen, lesen, Gewürz gucken, Philosophie, mag nicht Käfer, Sport, Spuckschichten, Reisen, Fahrzeugen, die sich selbst mit schlechter Laune. Frame, Kampfmönch, Geburtstag, 10. März, ach ja, Zwillinge, Klein Zwilling, Hüterin der Drachen, nahm sich Wander zum Vorbild und war anwesend, als der Würmgott Daniro abmachte. Mag dem Würmgott, Blume, Mot, Sport, Zuckerrüben, andere Wand zu feuern. Mag nicht putzen, lernen, Spukgeschichten, schwierige Bücher, Belehrungen von ganz allein zu stolpern. Sie hat genau die gleichen, nur umgekehrt. Nee, fast genau die gleichen. So. Nach die Banner da oben sind, von wo die sind, ne? Alfred, Adliger, 8. August, Kronprinz von Firenen, erreichte Schloss Lythos in der Nacht des Angriffs mit seinen Getreuen Butchon und Etty. Etty, Schütze, Geburtstag 1. Oktober, königliche Ritterin von Firenen, erreichte Schloss Lythos in der Nacht des Angriffs mit Prinz Alfred und ihren mitgetreuen Butcheron. Butcheron, Stadtkasse Axtkämpfer, 11. Mai, Basisinfo, königlicher Ritter von Firenen, erreichte Schloss Lythos in der Nacht des Angriffs mit Prinz Alfred und seiner Mittreuerin Etty. Okay, doch die anderen haben wir noch gar nicht. Ach, da oben steht auch Länder wechseln. Na gut. Na gut, wenn ich sehe, dass man hier irgendwie, weil nicht nach Somniel kann, dann werde ich das schon machen.
Aber sieht nicht so aus, ne? Gut. Dann ich sagen, ich beende Part hier. Den zweiten Part. Ich habe den wahrscheinlich in zwei Parts hier eingeteilt, ne? Zwei einstündige Parts. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Kapitel. Ja, welches, ne? Kapitel 5, ne? Gut. Na gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Das wäre sehr nett. Ihr Geizkragen und ciao.